Hallo zusammen, willkommen bei Zero Waste Lifestyle. Wenn wir Käse einkaufen, dann ist es meistens Schnittkäse. Den kann man sich sehr schön in eine Dose abfüllen lassen. Manchmal möchte man allerdings auch einen anderen Käse haben. Und das ist nicht in jedem Supermarkt so leicht. Auf dem Markt bekommt man selbst Feta-Käse und Frischkäse in das eigene Glas abgefüllt. In Supermärkten eher selten. Deswegen zeige ich euch heute, wie man Frischkäse auch selber machen kann. Was wir dafür brauchen, sind einmal 2 Liter frische Milch, 150 Gramm Joghurt, den Saft einer Zitrone oder so 25 bis 30 Gramm Zitronensaft. Dann brauchen wir ein dünnes Tuch, durch das wir den Käse nachher abseihen können. Und ein Sieb, in das wir das Tuch hineinlegen können. Als allererstes gießen wir die 2 Liter Milch in den Topf. Und stellen die Herdplatte auf die höchste Stufe. Dann kommt der Deckel drauf, damit es nicht so viel Energie verbraucht. In der Zwischenzeit nehmen wir uns ein Glas und geben 150 Gramm Joghurt hinein. Und dazu kommt der Zitronensaft. Das Schöne bei dem Zitronensaft ist, das ist ebenfalls eine Pfandflasche, so wie die ganzen Milchprodukte, die ich hier verwende, auch. Eine Zitrone entspricht ungefähr 30 Gramm Zitronensaft. Das Ganze wird verrührt. Und erstmal zur Seite gestellt. So, die Milch kocht jetzt langsam. Deshalb stelle ich jetzt den Herd aus. Und die Milch von der Kochplatte. Und in die heiße Milch gebe ich nun die Joghurt-Zitronensaftmischung hinein. So, nach wenigen Sekunden schon kann man eine Veränderung auf der Oberfläche der Milch erkennen. Sie flockt quasi aus. So trennen sich durch das Gerinnungsmittel in dem Zitronensaft und dem Joghurt trennt sich die Milch nun von der Molke und die festen Partikel flocken aus. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, dann gebt einfach noch ein bisschen Joghurt mit Zitronensaft hinzu.
Es kann sein, dass es manchmal einfach so einfach zu wenig ist. Es sollte relativ schnell gehen. Bei mir scheint es ebenfalls ein bisschen wenig gewesen zu sein, deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Joghurt hinzu. Dann sieht man, wie sich diese Flöckchen hier abtrennen und die Flüssigkeit, die übrig bleibt, ist geradezu gelb. Gelb und relativ klar. Ich habe mir hier eine einfache Konstruktion gebastelt aus einem Topf zum Auffangen, einem Abstandhalter und einem einfachen Nudelsieb. Dort hinein gebe ich das Tuch. Und gieße nun den Käse darin ab. So, was nun hier oben übrig bleibt, das ist bereits der Frischkäse. Und er kann jetzt in eine Form gebracht werden, die man sich wünscht, die man gerne hätte. Also wenn man ihn nun presst, man kann ihn quasi in dem Tuch etwas auspressen, dann wird er relativ fest und kann sogar geschnitten werden. Man kann ihn allerdings auch verrühren und etwas cremiger anreichen, also wie tatsächlich wie ein Schmierkäse. Dann würzt man ihn, wie man es mag, also mit Kräutern, Salz, Pfeffer, wie auch immer man gerne seinen Käse möchte. Und dann ist er genussfertig. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen auspressen. Um einen etwas festeren Käse zu bekommen. Dafür lasse ich ihn jetzt noch eine Weile hier abtropfen. Das ist nämlich jetzt ganz schön heiß. So, was unten übrig bleibt, das ist Molke. Und diese Molke, die muss keineswegs weggeschmissen werden, sondern die kann man anderweitig noch verwenden. Also man kann sie, wenn sie noch warm ist, schmeckt sie pur sehr gut. Dann kann man sie in Milchshakes verwenden, in Smoothies, aber auch Suppen kann man damit verdünnen. Alles, wo man normalerweise Wasser benutzen würde beim Kochen, kann man ebenfalls mit dieser Molke ein wenig verfeinern. So, wie sieht der Frischkäse gerade aus? Presse nochmal ein bisschen vorsichtig, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Das ist der fertige Käse. Den gebe ich jetzt in ein Glas.
Und so sieht er dann aus. Man sieht schon, er ist relativ fest, kann jetzt also sogar geschnitten werden. So einfach geht selbstgemachter Frischkäse. Und was man aus diesem Rohkäse nun alles machen kann, zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich mal ein paar Beispiele vorbereitet. Also der Käse ist wie gesagt relativ fest. Man kann ihn in Würfel schneiden, was ich hier getan habe. Dann habe ich italienische Kräuter dazugegeben und Salz. Das Ganze ein bisschen untergehoben und lasse es jetzt ein wenig einziehen. Das schmeckt gut zu Salaten oder anderen Gerichten. Dann den Käse einfach klein schneiden, dann hat er fast den Eindruck von Mozzarella. Also er sieht nicht so aus, er schmeckt sogar relativ ähnlich. Was ich noch lieber mag, ist, wenn man wirklich die fetthaltige Milch, 3,6% nimmt, dann hat der Käse noch mehr Geschmack. Und eine andere Variante, das ist wie schon angekündigt, der Frischkäse, also wirklich Frischkäse zum Schmieren, ein Schmierkäse. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen von der Molke hinzugegeben, ein klein bisschen Sahne, Salz und Kräuter, also in dem Fall Schnittlauch. Das Ganze mit der Gabel umgerührt, zerquetscht und das kann jetzt so aufs Brot gestrichen werden. Ja, das waren jetzt mal drei Ideen, was man mit diesem Käse alles machen kann. Euch fällt bestimmt noch mehr ein, wenn ihr ein bisschen experimentiert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal bei Zero Waste Lifestyle.